Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Bilde 2. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt, meine Lieben. Es geht weiter. Ja, wir waren fleißig. Nicht wundern, diese Folge ist ein bisschen außerhalb der Reihenfolge. Also normalerweise würde ja mittwochs eine Folge kommen, aber diese kommt jetzt schon am Dienstag. Das hat folgenden Grund, und zwar, ich habe noch eine Folge gut. Ne? Also mir fehlt von letzter Woche noch eine Folge und die hole ich sozusagen jetzt nach. Deswegen gibt es hier eine Doppelfolge. Und ja, wir haben auch reichlich zu tun. Mir passt das und taugt das eigentlich sehr gut, wenn ich ehrlich bin. Denn wir konnten definitiv, ich werde das öfters mal machen, so abends mal, dann am Livestream, oh, mir geht's nicht so gut, mir ist schlecht. Und dann nehme ich die Folgen im Nachhinein auf. Wisst ihr, was nämlich das Beste ist? Da kommt keiner und labert dich voll. Da ist keiner da, der dich voll labert oder sonstiges. Du kannst hier arbeiten, du kannst hier durchziehen. Wir waren produktiv wie sonst keiner. Und vor allen Dingen, wir haben auch noch eine richtig geile Baufolge gemacht als letztes. Das war auch eine super Sache gewesen. Also mit der Baufolge, da habe ich eigentlich das Pensum, so was wir geplant haben, auch gut geschafft. Das lief wirklich prickelnd, kann man überhaupt nicht sagen. Und ja, wie ist jetzt der aktuelle Stand? Also, wir haben noch die Anhänger mit Sojabohnen, die wir einmal ausleeren müssen. Das steht jetzt an, sobald ich hier fertig bin mit dem Grasfeld. Dann habe ich einen LU-Mitarbeiter beschäftigt, auch zum Ansehen, ne, auf meinem Feld. Warte mal, da können wir ganz kurz schauen. Feld 50 wird angesehen. Einen zweiten LU-Mitarbeiter habe ich jetzt noch für eine halbe Folge, also 15 Minuten. Der striegelt jetzt aktuell schon das, was angesät wird. Das heißt, da haben wir das Unkraut auch gleich durch. Und dann haben wir als Arbeit noch hier dieses Feld striegeln, die Sojabohnen bei uns ins Lager bringen, den Auftrag, den Ernteauftrag abschließen. Dann Feld 50 Maishäckseln steht noch an. Das wird auch nochmal eine interessante Sache. Da werden wir wieder mit zwei Fahrern agieren müssen. Also mit zwei Abfahrern. Da wäre ich abfahren und der Unternehmer. Das wird nicht anders funktionieren, vermute ich. Und dann müssen wir die 50 natürlich auch wieder komplett einmal neu bestellen. Also das wird auf jeden Fall spannend. Aber ich denke, es sollte heute gut Geld rumkommen und von daher passt das eigentlich. Ansonsten, nur zur Info, am Montag sind wir immer live, also immer montags auf Twitch. Link ist in der Videobeschreibung, findet ihr unten in unter dem Video. Und ja, ca. 20 Uhr oder 19.30 Uhr geht es immer los und dann machen wir immer 4 Folgen live. Und für die Sabarinos, die können natürlich auch den Twitch-Livestream nachschauen, wenn ich nicht vergesse, freizugeben. Ah, der Unternehmer ist auch schon wieder am Schlüssel. Der holt schon die ersten Ballen ab. Sehr gut. Das passt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie viele Ballen hier vom Feld runterkommen. Also das wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte werden. Lass uns mal gucken, dass wir hier über den kompletten Pickup geschrottet. Ja, Leute, hier ist auf Druck. Herr Fese! Ja, Herr Röhrig. Ach, Herr Röhrig. Ich grüße Sie. Arbeiten Sie noch bei mir heute in der Folge? Ja. Ja, dann sind Sie wieder weg, oder? Ja, danach bin ich wieder weg. Ja, brauchen Sie nie wiederkommen. Ja, besser ist das. Ja, besser ist das. Ich habe Sie schon angeschissen. Ja, also Sie nicht, aber... Das habe ich schon gehört. Nee, Sie habe ich nicht angeschissen, aber die Frau van Fallerich, mit der muss ich heute noch ein ganz, ganz, ganz ernstes Wörtchen reden, mit der jungen Dame. Jetzt lassen Sie mich die Sally in Ruhe. Nee, was ist da los hier? Verliebt oder was? Das geht Sie gar nichts an. Ja. Hey, Herr Röhrig. Wo soll ich? Da wollen Sie wohl mal Ihr Schnüffelstück prüfen lassen, oder was? Hören Sie mal. Jetzt werden Sie mal nicht indiskret. Ob das noch gut ist? Sagen Sie mir lieber, wo Ihre... Ihre komische Maschine hin soll. Sind Sie fertig? Ja. Dann bitte auf dem Hof. Alles so, wie es ist, auf dem Hof. Ja. Gut, und dann können Sie bitte die Maschine gleich weiter dran lassen. Also an diesen... an den Traktor. Können Sie bitte gleich den Striegel, der auf meinem Hof steht, anhängen und können zu Feld 48 zum Grasfeld kommen. Da geht's weiter. Ja, ja. Genau, den schon mal herfahren und Feld 48 genau striegeln. Weil wir haben noch 10 Minütchen, Herr Röhrig, ne, bevor Sie hier wieder zur Konkurrenz abwandern. Das macht mich sehr traurig. Ich habe gedacht, ich habe Sie immer gut behandelt, ja? Ja, Sie haben mir nie Bier gebracht.
Ja, Bier gebracht. Ich kann Ihnen auch während der Arbeitszeit nicht Bier bringen. Ihr Chef hat mir das ausdrücklich untersagt. Was ist denn das bitte? Hören Sie mal. Ja, ich höre mal. Ja. Herr Felse. Ja, Herr Röhrig. Zwei Bier sind ein Brot. So, und Brot ist ein Grundnahrungsmittel. Auch hier im Norden. Ich habe mal gehört, 7 Bier ist ein Schnitzel. Ja, sehen Sie? Ja. Also, das ist ein Grundnahrungsmittel. Ja. Ja, also kann man das auch trinken während der Arbeit. Naja, aber Sie vergessen ja den Alkoholgehalt im Bier. Nee, den vergesse ich nicht. Zwei halbe. Ja. Sind 0,3 Promille. Bis 0,5 darf man fahren und arbeiten. Und danach können Sie nach den 2 Pullen, können Sie ja alkoholfreies bringen. Aber ich brauche mein Bier abends. Sonst werde ich so unruhig. Ja, Herr Röhrig, haben Sie mal auf den Tacho geschaut? Es ist 8 Uhr in der Morgen. Ja, das ist Konterbier. Ach so, ja. Das Konterbier ist sehr wichtig. Und Sie sind wirklich der Meinung. Ja, Sie sind wirklich der Meinung, dass Sie auf 0,3 Promille hier laufen, ja? Ja, aktuell nicht. Ich kriege ja von Sie nichts. Ja, ich habe aber das Gefühl. Trocknen. Ich habe aber das Gefühl, dass Sie noch 3-4 Promille von gestern Abend drin haben. Kann das sein? Nö. Nö? Niemals. Nö. Gestern Abend war Humor. Aha. Ja. Nur ein halber Kasten. Nee, nur ein halbes Fass. Also ein halbes Fass, so. Ja. Verstehe. Ja, so schlimm war es nicht. Fahren Sie mir ja nicht über die Schwart mit dem Striegel, ja? Ja, meinen Sie eigentlich, ich bin blöd? Nee, ich wollte es nur sagen. Ja. Ja, aber gut. Hier oben kann ich ja anfangen, oder? Ja, natürlich können Sie anfangen. Ich mache jetzt hier die Schwart weg und dann haben wir hier die Seite fast durch. Gut. Alles klar, dann Herr Röhrig. Bis später. Ja, bis später. Tschüss. Tschüss. Unfassbar. Diese Arbeitsmoral hier, ey. Verpfeift er mich an die Frau. Oh, guck mal. Wie geil das aussieht, wenn das gestriegelt ist. Das sieht man richtig. Ja, geil. Jetzt bin ich aber gespannt, ob das 2 Düngestufen kriegt. Das wäre der absolute Hit. Das gucken wir gleich mal nach. Wenn das 2 Düngestufen bekommt, dann sind wir natürlich hier fett im Rennen. So, aber warte mal, wir rufen mal schnell den... Wir rufen mal schnell den Unternehmer an. Oh, das ist natürlich cool, dass man das auch optisch so schön sieht. Warte mal. Ich nehme mal hier drüben das kleine Stückchen noch mit. Oh. Nichts zu verschenken hier. Am Ende fehlen wieder 100 Liter. Unternehmer, also, genau. Hansen, hallo. Ja, hallo, ich grüße Sie. Ich habe eine Frage. Sie fahren doch schon die Slasherbahn bei mir ab. Das macht mein Azubi wahrscheinlich. Wieso? Ja, ne, ich wollte mal wissen, wie viel der weggefahren hat, weil der gerade mit dem vollen Anhänger hier vom Hof gebreddert ist. Oh, das weiß ich nicht. Da kann ich ihn mal fragen. Ja, das wäre super. Wie ist denn Silagetechnisch aktuell das Geld? Also, wenn ich jetzt direkt verkaufe. Warten Sie kurz. Und ich möchte es nur mal ankündigen, ich bräuchte sie auch ziemlich bald. Es steht wieder eine Häckselaktion an. Also Silage geht momentan für 154.000. Hä? Oder 151. Quatsch, nicht 100. 351, Entschuldigung. 354. Oh Gott. Ist auch Höchstpreis. Ja, weg das Zeug. Dann hauen wir weg. Dann hauen wir direkt weg das gute Zeug. Na? 354 haben wir so eingegeben. Genau, perfekt. Ja? Ich danke Ihnen vielmals. Und ansonsten. Ich habe gerade gesehen, was er an seinem hat gerade eingetippelt in die 84.000 Liter hat er irgendwie gerade abgefahren. War die erste Fuhre jetzt. Oh, genau. Super, ja. Naja, ja? Da kommt noch ein bisschen was. Genau. Hab noch einige Beine hier. Was Mais häckseln Sie, ne? Ja, Mais häckseln steht einmal an noch. Ja, gut, dann kommen wir wieder mit dem Abfahrer. Genau, Feld 50 wäre das. Da wissen Sie schon mal, wo Sie hin müssen. Feld 50? Feld 5. Haben wir das nicht erst letztens abgefahren? 20. Feld 20. Ja, alles klar. Ja. Ne? Dann kommen wir vorbei. Alles gleich da. Sagen Sie mal, wie machen Sie das eigentlich, wenn Sie da abfahren? Ziehen Sie das dann immer gleich ab von dem Rechnung, was Sie überweisen? Mit dem. Also, ich würde sagen, wir machen das komplette Feld zu Ende. Dann wissen wir, was wir eingefahren haben an Gesamtmenge, weil Sie schreiben sich ja das auf und ich. Oder eben derjenige, der abfährt. Dann haben wir ein Gesamtvolumen, sage ich mal, was wir abgefahren haben. Und wir schreiben uns unsere Fahrten nebenbei auf. Ja, aber... Dann wird es abgezogen von der Rechnung. Wir können Ihnen natürlich vorher einmal sagen, wie viele Fahrten wir gemacht haben. Ja, okay, alles gut. Nee, da vertraue ich Ihnen natürlich.
Alles klar. Passt. Ich danke Ihnen vielmals. Ja, sehr gerne. Auf Wiederhören. Rufen Sie nochmal durch, wenn es losgeht, da auf Feld 20 bitte, ja? Ja, genau. Ich presse jetzt hier. Also er kann, wenn er die Silageballen fertig abgefahren hat, direkt runterkommen. Alles klar, dann sage ich dir Bescheid, ne? Ja, weil das wird dann das Nächste. Gut, machen wir so. Ich danke Ihnen vielmals. Ja, gerne. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir das hier fertig. Das ist doch eine feine Sache. 350, das bedeutet 84.000 Liter. Naja, gut, das heißt, heute gibt es ein bisschen Cash in die Tasche, hoffe ich. Heute sollte es ein bisschen Cash in die Tasche geben. Ich bin gespannt, was wir für die Sojaböhnchen kriegen. Uiuiui. Jetzt haben wir mal kurz Gas gegeben hier, der Kollege. Ah, mit den Gräben, das ist eine unschöne Sache. Ich muss mal schauen, wie ich das mache. Ich überlege tatsächlich, ob ich die in der nächsten Baufolge einfach rausmache. Diese Wassergräben. Ich finde die persönlich super geil. Also ich persönlich feiere diese Wassergräben. Ne? Und das gehört ja auch einfach dazu, ne? So ein Entwässerungsgraben. Aber sie sind halt mega unpraktisch hier, was die Geschichte mit dem Gras und dem Beinpressen und das alles betrifft. Deswegen überlege ich halt tatsächlich, ob ich die rausmache. Wäre eigentlich eine Idee. So, Gudi. Ansonsten, die Zeit steht auf Null. Das ist so gewollt übrigens, weil ja sonst die Kontrahenten auch einen zu großen Nachteil bekommen. Und so weiter und so fort. Deswegen haben wir die Zeit jetzt erstmal angehalten. Also das ist, wie gesagt, so gewollt. So. Zerrapp. Boah, hier kam gut was runter. Esse! Herr Röhrig! Sie müssen mal Ihre Ballen hier wegkriegen. Ich krieg sonst Probleme mit dem Striegel. Ja, eine Sekunde, weil der Unternehmer ist schon auf dem Rückweg und der sammelt die gleich alle mit einmal ein. Jo, gut, alles klar. Ja, passt. So, ja, hallo, Ferser, der Willi 666. Ja, hier ist der Van Rüssel. Hallo, Herr Ferser. Grüß Sie. Feld 50 ist fertig gestriegelt. Oh, traumhaft. Dann hat das ja noch geklappt. Okay. Wo soll es denn jetzt weitergehen? Dann könnte der sich schon mal einen... Ich habe hier noch... Oh, ich bin gleich fertig mit Ballenpressen. Theoretisch könnte der sich einen Häcksler schnappen und könnte auf Feld 20 sich schon mal positionieren, denn da geht's weiter. Können wir machen. Das kriegen wir hin. Ja. Sie könnten auch, wenn Sie... Würden Sie eine Fahrt noch vorher für mich erledigen? Das da wäre, welche Fahrt? Und zwar meinen Traktor, einfach meinen Traktor schnappen und sozusagen einmal unten, ganz unten rechts beim, oh, wo ist denn das? Da steht mein Traktor mit Sojabohnen drin. Ja, dann 936er Fendt. Ja, genau, den einfach nur zu meinem Hof stellen. Das kostet aber auch Geld, Herr Ferser, ne? Nicht, dass es vergessen. Wie viel Geld? Aber das kostet nicht viel, oder? Nee, das machen wir hier pauschal mal 250€ oder so. So viel kostet das? Ja, Herr Ferser, das ist bestimmt, sag ich mal, eine Dreiviertelstunde Fahrt. Okay. Das ist kein Spaß. Meine Arbeitskraft als... Pass auf. Das ist nicht billig. Nee, alles gut. Tun Sie erstmal den Häcksler ans Feld bringen, dass wir da losstarten können gleich. Gut, dann machen wir das so. Das ist genau. Unser Feld 20. Das wäre wichtig. Genau, so sieht's aus. So, der Unternehmer sammelt noch ein. Das passt. Ey, hier kommen über 200.000 runter. Hier kommen über 200.000 runter. Da mache ich jede Wette. Boah, was macht denn der mit dem Ballen, Männchenskinder? Schön einsammeln die Dinger jetzt hier. Erstmal da, wo der striegelt vor allem. Ah, das sieht doch gut aus. So. Perfekt. So, dann kann der hier rum und hier machen. So, wir nehmen hier die kleine Ecke noch mit. So. Fahren hier wieder in die nächste Bahn rein. So. Eieiei. Ja, haben wir aber auch wild abgelegt, die Schwart. Oh, das wird heute ein sportlicher Kurs hier werden. Ich bin überglücklich, dass ich tatsächlich bei der letzten Baufolge, ich glaube, ich bin mit 110.000 € gestartet,
habe eine Stunde lang gebaut, alles schick und schön gemacht und habe einfach noch 92.000 auf dem Konto. Ich meine, wir haben natürlich die Jägerstände abgerissen, das dürfen wir nicht vergessen. Das waren auch gute 15.000 Euro Cashback. Wow! Ja, moin! Gute 15.000 Euro Cashback, die wir da bekommen haben. Herr Pilze! Ja? Ich hab Feierabend! Sie haben Feierabend? Jo! Ja, meine Zeit bei Ihnen ist abgelaufen. War das mein Striegel, ne? Ja, das ist Striegel und Ihr Traktor. Ja, bitte einmal stehen lassen, so wie es ist. Jo, tu ich. Ja, passt, danke Ihnen. Tschüss. Tschüss. So. Alter, Sascha, bist du verrückt, alter Vater Walter. Alter Vater Walter. Sascha haut eine 25er-Bombe raus. Dankeschön, vielen Dank, Sascha. Junge. Vielen Dank für den Support, mein Lieber. Sehr, sehr lieb von dir. So, genauso sieht's aus. Ja, Dankeschön. Irre. Dann striegeln wir hier das Ganze noch fertig. Das ist natürlich eine schöne Sache, weil wir genau wissen, wo wir waren. Das passt. Boah, hat er jetzt schon alle Ballen eingesammelt? Ja, moin. Man müsste vielleicht auch anmachen. Oh, leg den nicht hier ab. Nicht auf der Schwarte. So, jetzt haben nur noch die Sachen hier. Warum denn nicht? Oh. So, jetzt aber. Gut, dann striegeln wir das fix fertig und dann haben wir es auch schon geschafft. Dann können wir schon direkt weitergehen zum Hexen. Und dann müssen wir mal gucken, was wir machen, ey. So. Eieieiei. Das heißt natürlich, auf euch kommt diese Woche noch eine Folge Mittwoch, eine Folge Donnerstag, eine Folge Samstag und Montag wieder die nächste. Genau, also Mittwoch, Donnerstag, Samstag kommen jetzt noch Bildet-Folgen, wenn ihr diese hier seht auf YouTube. Und die Dienstagsfolge war sozusagen eine Extra-Folge. So, von letzter Woche, die da gefehlt hat. Schatz, war letzte Woche auch 4 Folgen, aber da war auch die Baufolge mit dabei. Ach, ich bin mal gespannt, wie zickig Frau Pfannerich heute ist. Wenn wir die dann in der nächsten Folge, werden wir die auf jeden Fall direkt mal kontaktieren und werden der mal richtig auf den Dötz gehen. Telefonmonika wird heute wieder hart zuschlagen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Die Telefonmonika, die wird heute wieder, ja. Klau die mir mal in den Lumi dabei, da macht die hier. Ja, die kann sich heute auf jeden Fall ein paar Sprüche anhören. Könnt ihr übrigens sehr, sehr gerne, ich habe mit der lieben Sophie auch Bausimulator aufgenommen, war eine sehr witzige Sache gewesen. Wir haben jetzt erstmal 2 Folgen gemacht, da wird aber noch mehr kommen, also unseren Auftrag wollen wir natürlich auf jeden Fall abschließen. Und könnt ihr gerne reinschauen, gibt es auf meinem Kanal, gibt es auch bei Sophie auf dem Kanal. Schaut da gerne vorbei und schreibt gerne in die Kommentare da. Ich glaube, es ist tatsächlich recht witzig geworden. Ist fast so eine Art Podcast, kann man schon fast sagen. Ja. Der Häcksler steht am Feld. Ja, und ich mache gerade meine letzte Bahn. Das passt da perfekt. Subi. Guti, alles klar. Aber Sie können natürlich erstmal noch, wenn Sie noch was anderes zu tun haben, können Sie erstmal noch kurz ein Päuschen machen oder sonst was. Ne? Also, wie gesagt, es wird jetzt noch 1-2 Minuten dauern, bis die Arbeit beginnt. Machen wir so. Alles klar, ich danke Ihnen vielmals. So. Ja, perfekt, das hat auch super gepasst hier. So, dann stellen wir den schon mal auf Seite. Hat er jetzt, ist er schon wieder weg mit den Ballen? Ja, der ist schon wieder weg. Okay, dann geht's hier weiter. Einmal striegeln. Ist der noch unten? Ja, perfekt. So. Sehr schön, na das passt doch wunderbar. So. Wunderbärchen. Oh, wir sind ein bisschen aus der Bahn gelaufen. Gut, dann striegeln wir das noch schnell zu Ende. Dann ist das nämlich auch erledigt. Boah, und dann ist das Grasfeld einfach schon wieder fertig. Ey, das ist wirklich fantastisch. Wirklich fantastisch. Oh, Anruf. Ja, hallo? Ja, ist der Fritz. Oh, Fritz, ich grüße dich. Oh, warte mal, habe ich noch Schulden bei dir? Nee. Eine Palettengabel hast du noch von mir. Habe ich auch eine Palettengabel von dir? Ja, die habe ich hier liegen, die hast du immer noch. Ja klar, die brauche ich auch noch.
Ey, Hückmittag ist die bei mir, sag ich dir. Du bist aber auch ein Drängelfritze, das ist ja nicht in Würde zu fassen. Ich bruch die. Ja, ich wollte eine kaufen, ging ja nicht. Ja, da musst du Geld sparen, ne? Die hab ich wieder, bin wieder flüssig. Ja, da gehst du vorbei, holst dir Jaffel und dann gibst du dir alle zurück. Was war das denn? Was hältst du davon, wenn ich dir einfach die abkauf? Nee, die bruch ich. Oh. Die ist ganz speziell für mein Fahrzeug. Ja gut, alles klar, pass auf. Ich häng da sehr dran, weißt du? Naja, ich verstehe schon. Dann bestell mir doch bitte schon mal eine für den Frontlader. Und dann komme ich da direkt unten vorbei tauschen, weil ich sitze nämlich gerade im Traktor, der deine Gabel dran hat. Oder, was wir auch machen können, aber da wirst du wieder rumjammern, du kommst mit dem Frontlader, mit meiner Palettengabel ans Feld und wir hängen schnell um. Das geht auch, weil ich habe deine hier. Ich kann nicht. Ich habe keinen Zick dafür. Das geht nicht. Was hast du? Ich habe keinen Zick dafür. Du musst zu mir kommen. Kim, was? Du musst zu mir kommen. Ja, ja, aber was hast du nicht? King Zick. Was denn für Zick? Zicke, ja, Zacke, Zicke, Zacke. King Zick, die Uhr macht Kenn TikTok, ich hier den, weißt du? Den Trinkspruch. TikTok? Die Uhr macht TikTok. Ach so, was machst du denn auf TikTok? Bist du auf TikTok mit einem? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht von dir. Dass du so fortschrittlich bist. Im Alter macht man so wert, ne? Auf TikTok gehen? Ja, ja. Okay. Midlife-Crisis quasi. Nochmal gucken, was geht, oder wie? Da gehen schöne Kochvideos, weißt du? Ah, sehr gut. Nee, ja. Gut. Da soll es doch Leute geben, die fahren mit ihr, die kaufen sie, Gabel ist unten. Die setzen ihre Mutti in ein PS-leistungsstarkes Auto und fahren dann mit der, dass sie nur rumschreit. Unerhört, finde ich. Ganz ehrlich. Ah, ich hätte gesehen, aber das ist Unverschämtheit, ja. Ja, das macht man nicht. Nee, das meldet man nicht. Gut, alles klar. Gut, also ich bring die Gabel runter. Ich bestell dir eine, ja? Ja, bitte. Wunderbar, mach ich. Frontlader. Ja, mach ich. Danke dir, Mario. Was? Fritz. Was sähst du? Danke, Fritz. Ja, Mario, weiß ich nicht mehr. Ich wusste nicht mehr, wie du heißt. Deswegen habe ich gesagt, ich nenne dich einfach Mario. Ich hanking Mario. Du kanntest mal einen Mario? Nein, ich hanking Mario. Wenn dann Pommes mit Ketchup, aber nicht Mario. Ach so. Ich muss über die Linie achten, weißt du? Nee, Mayo, ja, ja. Mayo mit Dick, weißt du? Ja, aber Ketchup auch, ne? Da ist genauso viel Zucker drin. Ja, das ist aber Tomate, das ist lecker. Es ist gesund, weißt du? Tomate ist ja Gemüse. Ja, 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 stimmt natürlich. Da hast du recht, ja, ja. Wo ich immer so denke. Jetzt, wo du sagst. Ja. Ist natürlich nur Tomate. Nee, genau. Alles gut. Fritz, ich bring dir das dann gleich runter, ja? Ich bin jetzt gleich fertig hier. Machen wir so. Na, no, danke nochmal. Bitteschön. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, oh, da kommt er wieder. Da kommt er wieder, der Kollege. Ja, weg das Ding. So, warte, fahre ich einmal hier rüber. Da kann der hier die Ballen einsammeln. Und dann haben wir hier freie Schussbahn, glaube ich. Ach nee, der Unternehmer. Ach, warte mal, ich muss zum. Na, egal. Ich werde schon sehen, werde schon gleich erfahren, wie viel. Hat er da hinten? Sind keine mehr? Gut. So, jetzt striegeln wir hier noch fertig. Oh, dass da oben das Feld auch schon fertig gestriegelt ist. Ey, das freut mich echt. Also das finde ich klasse. Dann müssen wir da oben nämlich nur noch mal düngen. Auf der 50. Und dann haben wir das sozusagen einmal komplett fertig. 1700 neue Fahrzeuge. Das war die Palettengabel. Sehr schön. Haben wir die auch? Ja, die brauchen wir auch. Da kommen wir nicht drum rum. So, kleinen Streifen wir noch und dann haben wir es auch schon geschafft. Ah! Einfach schön. Einfach schön, oder Leute? Ich muss ja ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich mag das Bilde 2 Projekt echt sehr. Ich mag das sehr. Ich bin mit der Konstellation von den Kontrahenten hier auch sehr, sehr zufrieden. Ich bin auch extrem zufrieden, was Keule machen wird. Nee, was habe ich jetzt gerade gesagt? Extrem zufrieden, extrem gespannt, würde ich sagen. Ich bin extrem gespannt, was Keule machen wird, weil der einfach noch überhaupt keine Baufolge gemacht hat. Also der hat noch überhaupt nicht durchblicken lassen, was der vorhat da unten. Und das ist irgendwie recht spannend, wie ich finde. Schauen wir mal, was er da angedacht hat. Es kann natürlich sein, dass das so ein bisschen Taktik ist, dass er einerseits erstmal gucken möchte, ja, was machen die anderen so? Also was bauen wir so alles Schönes?
und will sich da ein paar Ideen, Inspirationen holen oder was auch immer. Oder er hat einfach keine Kohle. Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Das ist natürlich so ein bisschen so eine Sache. Aber ich bin generell ultra gespannt. Also wirklich ultra gespannt, wenn es hier dann mal das große Finale gibt. Und wenn wir uns die Höfe anschauen, was da am Ende rausgekommen ist. Bin auch gespannt, was Milo noch bauen wird. Weil der hat ja seinen Hof da unten schon zugepflastert. Also eigentlich hat er ja schon einen Hof gebaut. Ne? Aber der hat ja, glaube ich, auch noch mehr vor, wenn mich nicht alles täuscht. So, fertig. Zusammenklappen das gute Stück. Dann düsen wir jetzt damit einmal zum Händler runter. So schneller man fährt, umso weniger merkt man den Huckel. Drüber gehüpft. Was habe ich gesagt? Hat der nicht hingestellt so, oder? Ach ey, komm. Also, das kannst doch keinem mehr erzählen. Alter, was hat der für eine Hupe? Geschwindigkeit schafft Ebenheit. Genau, das, den Spruch habe ich gesucht. Da ist auch schon ein bisschen mit. Danke! Ich weiß ja nicht, warum man immer die ganze Straße blockieren muss. Herr Rüssel. Soll ich ihm was sagen? Kann ich Ihnen sagen, weil ich ja schon seit 10 Minuten auf Sie warte. Ich habe gesagt, Sie sollte Pause machen. Ich sage Bescheid, wenn es losgeht. Ich habe auch was zu tun. Sie haben zu tun, Sie haben zu tun. Was haben Sie denn zu tun? Sie sind bei der Lu-Mitarbeiter. Sie haben bei mir zu tun. Ja, okay, ich warte jetzt auf dem Feld. Nein, Herr Rüssel, es war nur ein Spaß. Ich wollte Sie nicht anschreien. Alles gut. Aber soll ich Ihnen was sagen? Sehen Sie mal. Ich hab's. Nee, hat sich doch erledigt. Hat sich erledigt. Bin gleich da mit dem LKW, ne? Mit Traktor. Was soll ich Ihnen mal sagen? Ja, bitte? Sie dürfen mich auch gerne Tino nennen. Nee, danke. Nee, das ist cringe. Das mache ich nicht. Herr Rüssel. Okay. Ich kannte mal den Tino. Den kann ich nicht leiden. Also. Warte mal, war das jetzt hier? Ja. Oh, Baum! Wo kommt der her? Seit wann hat der so eine direkte... Achso, ich habe die Todzone ausgestellt. Vom Lenkrad. Der hat jetzt eine 12% direktere Lenkung. So, da ist meine Palettengabel. Sehr schön. Dann stellen wir die Palettengabel einmal hier hin. Hallo, Herr Essert. Moin. Macht das ja ordentlich, ne? Hä? Habe ich schon mal was nicht ordentlich gemacht? Vor 12 vor allem. Wie sieht die aus? Wie sieht die aus? Die ist ja braun vor Dreck. Ja, was? Hallo, die habe ich so hier abgeholt. Die war sauber. Die war, ach, haben Sie einen Kärcher? Ja. Oh, ey, ganz ehrlich. Wo ist der Kärcher? Ja, reicht wieder nicht, wa? Ich glaube, ich muss uns da mit jemandem sprechen, ne? Geht zur Pünktchen. Oh, ich mach's es sauber. Ey, ganz ehrlich, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Wegen ja, Soda, wegen... Wenn du dir was leist, dann musst du das sauber machen, ne? Ja, ne, das ist das mir schon klar, jetzt. Aber trotzdem, dass du jetzt gleich mich hier anscheißen willst, wegen Punkten? Ja, man weiß doch nicht. Man muss ja schon mal, ne? Ich hab so ein bisschen das Gefühl, hier wird, weißt du, so hier, mein LU-Mitarbeiter wurde schon geklaut, ja? Das sollte mal beachtet werden bei der Punktvergabe, dass man LU-Mitarbeiter besticht, mit Alkohol. Bin ich vom LU? Nee. Ja. Ich bin der Händler, weißt du? Ja, und? Wie viel Kohle habe ich dir schon vorbeigebracht und gemacht und getan? Ich habe auch Mitarbeiter bezahlt, wenn er müsse. Schon Miet, weißt du? Ja, Steuern, das ist ja schön für dich, Krankenkasse. Aber dass du Miete hast und Mitarbeiter, ist doch nicht mein Problem. Da brauche ich mal Geld für, wenn du mir gibst. Ja, ne, natürlich, aber da seid doch froh, dass du so einen guten Kunden hast wie ich. Guck mal, ich bin hier neu in dem Städtchen und habe hier schon Hunderttausende von Euro hergebracht. Aber ich habe ja nichts von Geld, weißt du? Das ist alles direkt wieder weg. Ach, hör auf mit dem Geheule! Das kann ich nicht hören. Also, nee, diese Großunternehmer, die haben immer nie Kohle. Die müssen immer sparen. Die haben nie Geld und die geht so schlecht, ey. Geht so schlecht. Und dann noch ein GT3 RS bestellt. Ja, kenne ich. Also ich nicht, aber, ne? Naja, ist klar. Danke dir trotzdem vielmals. Gerne. Ciao. Ciao. So. Also, nur am... Also, nee, so eine Hungerhucke. Also, ganz ehrlich. So eine alte Hungerhucke. So, wir können noch zurückfahren. Und dann holen wir noch unten unseren Traktor und dann geht's rein ins Gehäcksel. Denn bis dahin, das ist gar nicht mein Feld. Ich biege immer zu früh ab. Warum?
denke immer, ich bin hier beim Kollegen hier schon. Ich hätte das Feld hier eigentlich ganz gerne noch, wenn ich ehrlich bin. Achso, ich muss den Bürgermeister anrufen unbedingt. So. Gut. Dann schwingen wir uns noch. Oh, ist das ein schöner Hof geworden bis jetzt, ey, ganz ehrlich. Schwingen wir uns noch hier rein und düsen einmal los. Und es ist Feierabend. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da, meine Lieben. Danke, dass ihr dabei wart. Und ja, schaut bei den anderen vorbei. Ciao, ciao.